Wie passen Widder und Löwe zusammen? Das ist die Frage. Und erstmal müssen wir verstehen, die beiden stehen im Trigon zueinander, weil sie sind dasselbe Element. Dasselbe Element bedeutet, ne, wie gesagt, erstmal Trigon. Das heißt, hier ist Widder, hier ist Löwe, hier ist Schütze. Das heißt, die drei sind die Feuerzeichen, die in einem Dreieck zueinander stehen. Ein Dreieck steht für ein Geschenk. Das heißt, es ist sehr harmonische Energie. Sogar ja, am zweitharmonischsten sozusagen, wo eine Konjunktion natürlich ein bisschen besser sein kann. Aber beides hat so seine Vor- und Nachteile an sich. Was heißt denn ein Trigon? Was heißt denn das? Das heißt, dass zwei Zeichen einfach im selben Element sind. Das heißt, sie verstehen sich grundsätzlich in der Energie, weil sie beide in ihren Gefühlen und Ansichten verloren sind. Das heißt, beide sind gefühlvoll, ja, beide sind kreativ, kreativ ausdrücklich. Feuer heißt Yin-Yang, das heißt, sie nehmen das Spirituelle, die Gefühle, den Yin und bringen es nach außen. Sie sind nicht nur männlich, das ist ein Missverständnis in der Astrologie. Die sind erstmal weiblich und bringen diese Weiblichkeit nach außen, was sie dann männlich macht, im Prinzip so. Das heißt, so sind Feuerzeichen aufgebaut und darin verstehen sich Widder und Löwe, weil sie sind beide sehr kreativ ausdrücklich. Kreativ ist Gefühl. Ausdrücklich, sie bringen es nach außen, wo zum Beispiel Luft logisch ausdrücklich ist. Und darin verstehen sich aber Widder und Löwe zumindest, weil beide einfach in den Gefühlen sind. Ja, das heißt, beide achten auch nicht auf die Realität. Dazu kommen wir jetzt und das können wir jetzt erklären. Aber nochmal kurz zum Trigon. Und zwar ein Trigon ist so wie dein Bruder, okay? Wie deine Geschwister. Die leben mit dir im selben Haus. Okay, das heißt, ihr habt dasselbe so durchgemacht, ihr habt so dieselben Energien, ja, dieselbe Erziehung sozusagen. So kannst du es dir vorstellen. Ja. Das heißt, ihr versteht euch, also grundsätzlich, aber da kann natürlich auch Streit sein, weil wo man sich leicht versteht, kann man dann zu faul sein, manchmal dieses Geschenk zu nutzen, ja, diese Fähigkeit, dass man sich versteht sozusagen. Das heißt, man muss sich nicht immer dann miteinander auseinandersetzen. Verstehst du? Also, wenn du Geschwister hast, weißt du, welche Energie ich meine. Das ist einfach, ihr könntet gut miteinander, aber ihr müsst nicht immer. Das heißt, ihr könnt auch faul in eurer Beziehung werden, sozusagen, weil ihr euch so gut versteht natürlich und weil ihr dasselbe durchgemacht habt. Das ist so die Energie zwischen den beiden. Aber grundsätzlich ist sie harmonisch. Das heißt, die verstehen sich grundsätzlich so. Die machen dasselbe und die wissen, wo sie hinwollen, sozusagen. Dann gucken wir uns aber andere Planeten an, wie sie beeinflusst werden. Und zwar erstmal beide sind stark von der Sonne beeinflusst. Das heißt, Löwe wird von der Sonne regiert und die Sonne ist erhöht in Widder. Das heißt, dass beide sehr viel handeln. Okay? Manchmal wieder mehr als Löwe, dass die übertreiben können im Handeln, aber dafür macht es Löwe balancierter und nicht zu extrem, so dass wenn die Extreme da ist, dass dann Widder das wieder ausbalancieren muss sozusagen. Also Erhöhungen sind immer alles oder nichts. Aber sie können damit sehr übertreiben mit der Handlung. Und darin verstehen sie sich sehr. Sie sind beide sehr handelnd, sie sind beide sehr aktiv. Sie haben beide auch sehr viele Wünsche und ein erhöhtes Ego sogar manchmal. Das heißt, da können sie natürlich auch clashen. Weil wer immer sozusagen für sein Ego einstehen will, da ist ein Ego-Clash, ne? Verstehst du? Verstehst du, wie ich es meine? Und das kann natürlich in der Beziehung zwischen Widder und Löwe haken sozusagen, weil beide immer so diese Rolle haben wollen, ich habe hier das Sagen zum Teil oder ich will entscheiden oder ich will im Mittelpunkt auch stehen, ich will auch Aufmerksamkeit bekommen, ich will der sein, der aktiv ist. Und wenn beide aktiv sind, gibt es weniger Balance, verstehst du? Und das kann sozusagen das Negative daran sein, weil ihr beide sehr aktiv seid. Aber natürlich kann man sich dementsprechend auch sehr verstehen. Das heißt, ihr beide wollt sehr viel unternehmen. Ihr beide wollt einfach, ja, lebendig sein und auch nach Glück suchen sozusagen, weil Sonne ist gelb, okay? Löwe ist gelb, Widder ist rot, aber diese Farben, die passen gut zueinander. Das heißt, und Sonne steht generell für Glück und das wollen die beide sozusagen. Die wollen beide das Lichtvolle sozusagen. Ja? Die gucken auch beide in die Zukunft, weil sie Feuer sind. Das heißt, natürlich verstehen sie sich unter anderem, aber da kann auch Clash sein, ne? Wenn Ego gegen Ego kommt, ist das natürlich nicht so gut. Der eine kann da nicht so nachgeben. Also es gibt keinen, der dann manchmal nachgibt und dafür sorgt, dass die Beziehung weiter vorangeht. Verstehst du, wie ich es meine? Und das kann das Negative sein. Dann, ansonsten, wird von Mars regiert, was jetzt nicht unbedingt nicht passen sollte. Widder ist einfach nur manchmal noch rücksichtsloser vielleicht als Löwe sogar. Das kann dann der Löwe manchmal nicht am Widder mögen, aber
trotzdem kann der Löwe das, also die, trotzdem versteht sich Mars mit Löwe sozusagen. Weil, ne, Widder kann nochmal dieses extra, diesen extra Hype geben oder dieses extra, diesen extra Willen, wo, ne, beide haben sehr viel Wille, aber Widder kann dann noch mehr dieses extra haben, verstehst du? Die können sich noch mehr durchsetzen dann manchmal und die können manchmal noch mehr darauf, weniger auf andere achten. Okay, man kann sich das so erklären, Löwen sind selbstzentriert, genau, sie wollen sich selbst im Mittelpunkt stellen, ins Zentrum, und Widder sind selbstfokussiert sozusagen. Das heißt, sie achten nicht unbedingt auf andere, weil Venus fehlt bei denen. Das kann natürlich der Löwe aber auch ausgleichen sozusagen, weil der Löwe versteht manchmal vielleicht sogar Liebe mehr als Widder, muss man sagen. Wobei aber beide nicht unbedingt stark darin sind. So. Die wollen eher, ja sozusagen, einfach, das geht ihnen nicht so sehr darum, die wollen meistens ihre eigenen Wünsche auch, ja, ihren eigenen Wünschen nachgehen. Nur weil Neptun ist erhöht in Löwe, was dazu führt, dass Löwe dadurch vielleicht doch mehr Verständnis hat, wie man auf die Emotionen achtet. Da kann Löwe dann ein bisschen mehr helfen. Wobei beide Feuer sind und beide natürlich dieses Tiefere mehr fehlt. Das muss man verstehen. Weil Feuer ist zwar, ist zwar gefühlvoll, aber nicht emotional. Das heißt, ihnen fehlt manchmal diese tiefere Schiene. Die verstehen sich zwar gefühlvoll und so, hey, ja, alles gut und so. Und wir haben Spaß und sowas. Die wollen beide Spaß haben, Sonne. Aber manchmal fehlt dieses Tiefere, diese Intimität dann dadurch. Ne, es gibt immer Dinge, die das ausgleichen können. Zum Beispiel Häuser, wenn du im 8. Haus hast oder generell Wasserhäuser wie das 4. und 12. Haus. Und natürlich noch 1000 andere Dinge, auf die man achten muss. Das geht aber im Prinzip erstmal nur dieses Video für den Archetypen, für den Grundriss dieser Energien, die sie haben. Entschuldige. Wobei sie sich auch noch verstehen werden sehr gut, ist, dass beide nicht auf die Realität achten wollen. Sie beide sind unbegrenzt, weil Saturn fällt in Widder und Saturn fehlt in Löwe, weil in Waage ist Saturn erhöht und in Wassermann, die Opposition von Löwe, da regiert Saturn sozusagen, ne? Da ist Saturn zu Hause. Das heißt, beide wollen nicht auf diese Realität achten, sie wollen nicht unbedingt mit der Härte der Realität konfrontiert werden auch manchmal. Das heißt, sie beide kreieren so ihre eigene Welt und achten nicht unbedingt auf die Grenzen, auf die Realität, auf die Gesetze sozusagen. Das heißt, da sind sie mehr im Erschaffermodus sowieso. Das wird jetzt nochmal verstärkt. Und da, ne, da sind beide, verstehen sich auch beide, weil sie nicht unbedingt auf die Regeln achten. Sei es jetzt unbedingt im Umgang mit anderen oder generell im Umgang mit der Realität, mit der Welt. Ne, da achten beide weniger eher darauf. Also manchmal kann auch Disziplin fehlen sozusagen. Ne? Aber dafür haben die beide Leidenschaft, was das ausgleichen kann. Das heißt, darin verstehen sie sich zumindest erstmal. Aber ne, da kann dann natürlich auch manchmal die Realität fehlen bei denen. Das heißt, beide dürfen so ein bisschen lernen, dass sie trotzdem realistisch sind. Vielleicht ist der eine vielleicht mehr Platzierung, die das ausgleichen. Aber grundsätzlich können Sie auch mal diese Seite so beachten, dass Sie dafür sorgen, dass auch gewisse Dinge und Regeln stimmen, damit man eine Langfristigkeit auch hat, damit man irgendwo einen Plan hat. Saturn. Saturn steht auch so für das Plan, für die Strukturierung, für die Systeme. Und das kann natürlich dann manchmal fehlen, die Sicht auf Langfristigkeit, weil sie sind beide eher ein Gefühl, ne? Sie können beide eher chaotisch sein. Wie gesagt, Trigone muss man verstehen, die verstehen sich auf Anhieb leicht. Okay? Aber dafür fehlt dann manchmal gewisse Reibung, weil Reibung kann gut sein für die Langfristigkeit, dass man voneinander lernt. Das heißt, die beiden, ne, die verstehen sich gut, aber dadurch können sie halt nicht immer unbedingt voneinander lernen. Ne? Es gibt weniger Reibung, weniger Hindernisse. Und wenn dann mal Probleme kommen, dann, naja, dann weiß ich nicht, ob das wirklich lange hält. Trotzdem sind sie dann immer noch so geschwisterlich und freundschaftlich miteinander. Die Energien, die fließen immer zwischen denen. Auf jeden Fall, Widder kann nochmal die Beziehung zwischen den beiden transformieren. Also das heißt, er transformiert sehr viel, er ist der Transformative innerhalb von den beiden. Und dann, ja, das war es eigentlich, das sind so grundsätzlich die Energien. Dann muss man verstehen, ist Löwe, da fehlt Uranus. Das heißt, er kann sich auch jedem so ein bisschen anpassen. Auch wenn seine Wünsche immer, ne, er kann sich zwar anpassen, um gemocht zu werden, aber wenn er dann nicht gemocht wird, das passt ihm dann nicht, weil er will ja trotzdem, dass seine Wünsche sozusagen erfüllt werden. Und so sieht ungefähr die Beziehung zwischen denen aus. Da muss man noch verstehen, die können sich gut ergänzen, weil Widder ist der initiiert und Löwe ist der dann fixiert sein kann auf diese Initiation von Widder sozusagen. Das heißt,
Widder kann von Löwe lernen, konsistenter zu sein. Und Löwe kann von Widder sein, noch mehr zu kreieren und nicht unbedingt immer auf seine Ansichten und Gefühle zu festzuhalten, sondern auch mal neue Ansichten und Gefühle zu kreieren. Wobei Widder natürlich dann lernen kann, auf seine Gefühle auch mal fixiert zu sein und dazu zu stehen sozusagen. Aber im Fazit, was soll ich im Fazit sagen? Ne? Also ich würde eher, wenn du mich jetzt fragst, passen die oder nicht, würde ich sagen, ja, die passen. Dann würde ich aber wiederum Nein sagen, weil sie oft einen Ego-Kampf haben. Die sind sehr oft im Wettbewerb zueinander. Und das kann natürlich dann negativ sich ausspielen. Aber ansonsten, wenn sie diese Schiene sozusagen beheben, heilen, ausbalancieren können, diese Ego-Schiene, dann ist da eigentlich kaum Problem. Nur müssen sie darauf achten, dass sie dann trotzdem sozusagen auch weiterkommen und nicht zu faul mit ihren eigenen Energien werden, wenn du verstehst. Weil wie gesagt, wo ein Talent ist, sich zu verstehen, wird nicht immer dann darauf agiert. Verstehst du? Wenn du ein Talent hast, deine Talente sind so, ja, die habe ich schon, die kenne ich ja schon, die sind ja leicht für mich. Aber das führt dann dazu, dass du deine Talente nicht ausspielst und dadurch nicht wächst. Verstehst du? Und das ist die Energie zwischen denen. Die verstehen sich zwar, aber manchmal kann Wachstum fehlen. Deswegen ist Reibung, Opposition oder Quadrate auch manchmal gut. Gut sozusagen. Und das war es eigentlich zu dem Video. Das ist so grundsätzlich die Energie zwischen den beiden. Ich hoffe, es hat dir gefallen.